Gestern kam es im Norden von Gaza zu einem weiteren Massaker. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, überrascht das jetzt noch irgendjemanden? Es kamen zum ersten Mal seit über einem Monat Hilfslastwagen im Norden von Gaza an. Dementsprechend, weil viele Menschen im Norden schon fast ausgehungert sind, haben sie irgendwie versucht, an diese Hilfe ranzukommen. Als sich diese ganzen Menschen dort versammelten, entschied sich das IDF mit Drohnen und Panzern in die Menge zu schießen. Und aus der Folge daraus wurde über 100 Palästinensern das Leben genommen und über 700 Menschen wurden verletzt. Der Sprecher des IDF bestätigte sogar diesen Vorfall. Jedoch mit der Rechtfertigung, dass die Palästinenser eben auf sie zukamen und somit eine Bedrohung darstellten, weshalb dann entschieden wurde, auf diese zu schießen. Die LKWs versuchten daraufhin irgendwie aus dieser Menschenmenge rauszukommen und überfuhren aus der Folge daraus wieder viele Palästinenser. Ist das noch normal, was dort passiert? Gibt es jetzt noch irgendeine Rechtfertigung, um Israel zu unterstützen? Weil das ist die Definition eines Völkermords. Ach, und schaut euch mal an, wie sehr es die Menschen interessiert, die wirklich was an dieser Lage ändern können. When do you think that ceasefire will start, sir? Well, I hope.